Hallo zusammen, so das versprochene zweite Favoritenvideo, diesmal Beauty, Drogerieprodukte. Das ist nicht allzu viel, aber einiges. Ich habe auch die Sachen, die ich euch vorstelle, auf dem Gesicht. Natürlich nicht alle, dann würde ich wahrscheinlich wie ein Clown aussehen. Also das ist mir nudig gehalten. Also ich habe auch die Farbe Nudist benutzt für die Augen. Beginne ich. Ich beginne wie immer mit der Grundierung, also eine Foundation. Ich habe heute eine getönte Tagescreme drauf und zwar die von Age Perfect. Ich halte sie nochmal hoch. L'Oreal kostet um die 10 Euro. Das ist diese Creme, die so leicht rötlich erscheint, aber auf der Haut doch ein sehr schönes, frisches, klares Bild hinterlässt. Wie was bei mir. Wenn ihr natürlich jetzt was abdecken wollt, dann wird es schwieriger. Also die deckt nichts ab. Das ist einfach ein leichter Glow. Das ist ja auch eine Glow-Tinted Day Cream. Also was sich wie so ein Glow über euer Gesicht legt. Dann ein weiteres Highlight, ein Favorit, den ich selten benutze, aber man hat ihn da. Das ist von der Firma Revolution, ein Banana Powder. Banana Powder ist immer so SOS, wenn ihr bemerkt, oh, jetzt habe ich zu viel Rouge drauf. Gebt einfach ein bisschen Banana Powder auf den Handrücken, einen großflächigen Pinsel und dann geht ihr über das, schwebt ihr über das Make-up oder über diese Stellen, die euch zu viel erscheinen und dann nimmt das die Farbe, das schluckt so ein bisschen. Da muss man jetzt nicht unbedingt sich so einen wahnsinnig teuren kaufen, der reicht völlig aus von Revolution. Eine Powder Foundation habe ich nicht. Da hatte ich ja die Bare Minerals vorgestellt im letzten Video. Welche auch sehr schön ist, die habe ich auch schon seit einem Jahr immer mal in Benutzung. Das ist diese Skin Luminizer Max Factor 75 Golden Beige. Die, ich trage sie nochmal hier auf dem Handrücken. Die kommt auch ganz leicht daher. Die ist ganz leicht. Riecht auch ganz gut. Wenn man das sehen kann. Ja, also die ist durchaus zu empfehlen, wer jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte, wie für eine Chanel oder selbst die L'Oreal, die sind ja auch teurer. Ne? Da sind übrigens sehr viele L'Oreal-Produkte dabei. Uiuiui. Nun denn, naja, man hat so seine Geschichten, die man so mag. Ne? Den Bronzer habe ich auch drauf, das ist afrikanische Erde. So, habe ich auch mein Gesicht damit ein wenig abgepudert. Es ist ein schönes Döschen, gibt es bei DM. Ist auch so ein Schwamm dabei, den benutze ich nicht, das ist mir zu viel. Das ist dann so kompakt drauf. Spiegel dabei ist eine Empfehlung. Ist ein sehr guter Bronzer von der Qualität her. Gehen wir weiter zu dem Highlighter. Highlighter habe ich jetzt einen. Das ist dieser Rosy Glow von L'Oreal aus der Perfect Match Reihe. Also Rouge und Highlighter, den habe ich heute nicht drauf. In einem Produkt, ist sehr ergiebig, habe ich schon über ein Jahr. Ist ein Klassiker, haben sich auch schon einige nachgekauft. Ganz sparsam auftragen, also minimal. Ja. Ein weiterer Highlighter, den ich jetzt drauf hatte. Highlighter? Entschuldigt. Doch, hier, der da. Das ist Highlight Me von Youstar. Ein sehr schönes Vintage-Döschen. Und da habe ich mir ein bisschen in die Augenwinkel gegeben. Das ist so ein silbriger Highlighter. Silbrig, ja, silbrig ist der. Woher könnte ich den mal? Ich gebe den mal auf. Der ist auch sehr schön weich. Also es gibt schlechtere. Weil das sind ja sehr preiswerte Produkte, aber sie sind gut. Habe ich den gekauft? Das ist auch schon eine Weile her, aber es ist ein Drogerieprodukt. Es ist kein High-End-Produkt. Und doch so ein kleines, also ganz niedlich, ne? Dieses kleine Schwämmchen. Sehr antik, vintage, ne? Ich habe darauf heute dieses cremige Matte Blush von Maybelline, Flirty Pink. Habe ich auf den Wangen drauf.
sehr cremig. Cremig. Toll. Kann man das sehen? Ich gucke jetzt mal aufs Display. Ja, kann man sehen. Kann man ganz gut sehen. Pflegend, um sich schöne Apfelbäckchen zu zaubern. Gehen wir weiter zum Concealer. Ihr wisst jetzt, was kommt, ne? Age Perfect L'Oreal. Farbe 01. Dieser Concealer hat mich davon überzeugt, einen Concealer zu benutzen. Ich habe den vorher nicht unter den Augen benutzten Concealer, aber dieser Concealer, ich kann nur von mir ausgehen, er setzt sich nicht ab. Und ich bin ja auch jetzt schon 56, also er setzt sich nicht ab. Und ich habe auch, bin ja auch nicht mehr glatt, ne? Schönes Applikator, Bürstchen-Applikator. Hier gibt es zwei Farben. Ich würde immer den hellsten nehmen. Es sei denn, ihr seid gebräunt. Ja. Also für Frauen im Best Ager kann ich diesen Age Perfect Concealer wärmstens empfehlen. Wenn ihr damit ein Problem habt, die sind ja wirklich so kulant bei DM, die nehmen ja die Produkte zurück. Wenn ihr sagt, ne, ich vertrage den nicht oder der hält nicht, was er verspricht, dann könnt ihr das Produkt auch zurückgeben. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, diesen Concealer auszuprobieren. Weil die meisten haben ein Problem mit dem Concealer. Weil der, naja, gut. So, was mache ich denn jetzt noch? Gut, Mascara. Mascara habe ich diese Sensational von Maybelline. Die ist mit so einem geschwungenen Bürstchen versehen. Dann kann man eigentlich schön an den Wimpernkranz gehen und sich von der Wimpernwurzel das sehr schön nach oben tuschen. Ist ein bisschen schwierig mit dem Abschminken bei mir, aber gut, es ist okay. Ist also für eine Drogerie Favorit. Deswegen habe ich sie auch gekauft. Also ich habe sie empfohlen bekommen und ich habe sie benutzt und getestet und wieder benutzt. Nicht immer. Man wechselt ja. Also ihr habt ja auch eure Produkte, ne, die ihr mal häufiger nehmt und dann haben sie mal wieder Ruhepause. Ja, und dann kommen sie wieder zum Einsatz. So, für die Augen. Für die Augen habe ich einmal diesen Natural Glaze Max Factor, um das Innere hier auf der Wasserlinie aufzuhellen. Dann habe ich hier den Glam & Doll Catrice, wenn ich mir mal einen Eyeliner ziehe. Das ist ein schöner Stift. Der ist sehr schön zu handeln, Filzstift. Wenn man sich zum Beispiel immer falsche Wimpern aufklebt, so ein paar, und dann so ein Lidstrich, reicht der völlig aus, ja. Dann weiterhin habe ich hier von Catrice ist das. Das sind diese Metal, Liquid Metal Stifte. Wow, auch ein schöner Applikator. So, kann man sich, Frauen, die jetzt nicht so viel Tamtam machen wollen, ja, kann man sich schön mit auf das ganze Lid gehen, ein bisschen ausblenden nach oben hin. Hat man einen schönen silbergrauen Look. Und ich habe heute drauf, auf den Augenlidern, das ist dieser hier. Eye Paint von L'Oreal. Nennt sich Nudist. Ihr seht es ja auch auf den Augen. Und als Messi-Lidstrich habe ich auch von der Firma Catrice ist das. Das ist so ein Eyeliner, nicht Quatsch, ein Eyeshadow-Stick, braun. Ich habe die Farbe vergessen. Das ist ein braun, auch ein bisschen metallisch. Ja? Und das ist so ein dreieckiger, also so dreieckig ist diese Mine. Und da kann man sich also schön mit der Spitze hier unten das auftragen und mit der breiteren Seite zum Beispiel das ganze Lid und das ein bisschen verblenden. Bin ich sehr zufrieden mit diesen beiden Produkten, halten sehr gut, also immer ein Primer drunter. Ist auch eine schöne Kombination zusammen. Ich habe Pinsel hier. Es sind allerdings Pinsel zum Verblenden, also nur für die Augen, jetzt nichts fürs Gesicht, die ich empfehlen kann, wer jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte. Erstmal
Ein toller Lippenpinsel ist das hier von Essence. Wenn man sich rote Lippen macht, um genauer so in den Ecken das so nachzumalen oder aufzufüllen. Einen, wartet mal, das ist eine. So, von, oh Gott, von, ist es von Ebelin? Von Ebelin, dieser Verblenderpinsel. Der hat keine, der ist prima, Synthetica. Ist ein ganz toller Verblenderpinsel. Weiterhin von Ebelin, das ist wahrscheinlich so eine Rose Gold Edition. Der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem MAC und der ist fast besser. Der hat genau die gleiche Form, aber er ist weicher. Der MAC habe ich ja letztens schon gesagt, der ist so hart. Ne? Das ist ein ganz toller Pinsel. Ebelin Verblenderpinsel Rose Gold mit diesem goldenen Ding da in der Mitte. Von Essence, das ist, der hier. Das ist für die Augenbrauen zum Auffüllen. Und das ist, um einen Lidstrich sich zu machen. Der ist so etwas angeschrägt. Die kosten alle nichts, ne? Na gut, nicht, das stimmt nicht, dass sie nichts kosten, aber sie sind sehr preiswert und sie sind wirklich gut. Und glaubt mir, ich arbeite in der Branche, sie sind gut. Und das ist von BH Cosmetics, das sind auch zwei ganz tolle Pinsel. Einmal ein Blenderpinsel. Oh, der ist auch so schön weich. Kostet 4 Euro oder 5 Euro. Und der ist die Sensation. Das ist ein Präzisionspinselchen, wenn man sich, ich sage immer Messi-Strich, ne? Wenn man sich einen Lidstrich mit einem, mit Lidschatten, mit Puderlidschatten aufträgt, kann man das sehr schön damit ausblenden. Das ist ein ganz toller, toller Pinsel, so ein Mikropinsel. Ja, was haben wir denn noch? Weiterhin zwei Lip Liner von L'Oreal. Einmal so Rose Tendre und Clear. Ne? Also so ein Pinky ist das und das ist ein einfacher, also eine klare Farbe. Und jetzt habe ich hier noch ein paar Lippenstifte. Beginne ich, okay, mache ich mal mit L'Oreal. Habe ich hier drei Stück. So, ich zeige sie euch. Den einen habe ich drauf, also den da, den habe ich drauf. Ihr seht doch, der ist alle. Das ist die Farbe, ich schreibe es in die Box, 247. Diese Color Rich Shine sind sehr pflegend. Lassen sich toll auftragen, selbst ohne Spiegel. Die sind wirklich fantastisch. Color Rich Shine, wirklich, das stimmt der Name. Und sie schmecken eben typisch, wie L'Oreal Produkte schmecken. Und dann habe ich noch einen, der ist so ein bisschen nudfarben. Der ist auch alle, wie ihr seht. Es war ein Favorit dieses Jahr. Und natürlich darf nicht fehlen aus der neuen Age Perfect. Wo mache ich denn das jetzt mal hin? Den mache ich mal hier hin. Das ist die Farbe 105. Iris Berben war das. Farbe Iris mit dem Jojoba-Kern. Ja. Tja, aus der Age Perfect Reihe. So, und dann habe ich hier noch drei schöne Stifte. Einmal ist es das Revlon. Ich mag das auch ganz gerne im Sommer, einfach solche dicken Lipsticks. Das ist so ein Pink und das andere ist so eine Hummerfarbe, würde ich mal sagen. Naja, ihr seht, ne, das Farbschema ist immer so ein bisschen das gleiche. Und von dem war ich auch ganz super stay, ganz überrascht. Nennt sich Creme Karamell. Maybelline habe ich schon gesagt. Also Maybelline. Da haben wir einmal hier. Hier ist die Farbe drin. Da tragt ihr schön mit dem Applikator, der ist auch schön geschwungen. Tragt ihr den Lippenstift auf, lasst den antrocknen. Und wenn das angetrocknet ist, dann geht ihr mit diesem, wie nennt sich das dann, so ein Balm, um den haltbar zu machen, geht ihr darüber. Und da klebt auch nichts fest und das ist matt. Es ist allerdings ein mattes Finish, aber hält, was es verspricht. Sehr schön, Creme Karamell. So, ihr Süßen, das sind jetzt meine, nein, Quatsch, sorry, ich habe hier noch was. Drei Nagellacke. Einmal haben wir hier von Sally Hansen, so ein Grün, Bambus und ein Grau, ein helles Grau, Namas Grey. Mag ich sehr gerne, neben den Essilacken. Also das waren jetzt meine Favoriten, weil ich mag diese Farben auch, die passen zu mir.
Ich mag die wirklich gerne. Und dieser pflegende Nagelhärter, ein schimmernder pflegender Nagelhärter von der Firma Essie. Der ist so ein bisschen Nudefarben golden. Also ein Nagelhärter mit Schimmerreflexen. Den habe ich auch drauf. Den habe ich sogar drauf. Sehr pflegend. Man hat dann schöne gepflegte Hände. Kann man das als Unterlack? Doch, habe ich auch schon. Sagen Sie zwar nein, aber man kann es auch durchaus als Unterlack benutzen. So, meine Lieben, das waren jetzt die Favoriten. Drogerieprodukte. Jetzt werde ich noch Donnerstag ein Video nach oben schießen. Silvester, ein Party-Look. Ihr könnt mir ja mal in die Infobox schreiben oder mir schreiben, ob ihr das möchtet. Und zwar habe ich von der Firma Nyx mir so Glitterdinger gekauft, so Pigmente. Und ich wollte das mal ausprobieren. Da sehe ich aus wie eine Disco-Kugel, ist auch nicht schlecht, ne? Silvester, bin ich mein eigenes Feuerwerk. Why not? Also schreibt mir mal, ob ihr das sehen wollt. Da würde ich das nämlich live mit euch ausprobieren, diese Pigmente. Und ich hoffe, ich habe die da nicht überall. Die sind echt heftig. Da gibt es auch so einen Klebeprimer dazu. Also, wenn ihr das mögt, dann werde ich dann für Samstag diesen Party-Look schminken. Wird lustig. Ansonsten schminke ich es für mich alleine. So, ihr Süßen. Nochmals, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und die neuen Zuschauerinnen, herzlich willkommen. Ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren oder mir auf Instagram folgen. Das ist dann der gleiche Name. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Restwoche, wundervolle Resttage des Jahres 2018. Bleibt mir gesund, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.